Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Es handelt sich um ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Diasilia ist die mediale Name. Liebe Diasilia, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop, das kommt noch natürlich. Und ich möchte mich bedanken für diese Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich erkläre erstmal, was bedeutet überhaupt ein Geburtshoroskop. Wir Menschen haben eine Seele. Diese Seele wohnt in unserem Inneren. Wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zurück zum Gott. Die Seele hat aber die volle Bewusstsein, die Erinnerungen und die Gefühle. Wenn die Seele dann, nachdem die Erde verlassen hat und unseren Körper verlassen hat, wenn die Seele befreit und glücklich fühlt, dann hat sich von Karma gelöst. Natürlich kommt noch dazu, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Die Karma, die Seele muss das karmisch ausgleichen. Das ist ein Gesetz, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Wenn die Seele noch etwas ausgleichen muss, oder etwas verbessern möchte, dann macht eine Seelenreise und wählt ein Schicksal aus. Genau das, was die Seele braucht. Und dieses Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unserem Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und ein Geburtshoroskop ist nichts anderes als diesem Lebensweg. Das ist beschrieben in Akasha-Chronik, es ist beschrieben in die Sterne und genau das spiegelt ein Geburtshoroskop. Ich nenne diesen Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, als goldenen Weg. In Wirklichkeit sind wir frei, treffen wir freie Entscheidungen und wir verlassen manchmal diesen goldenen Weg, weil wir machen Umwegen, manchmal sind wir in einer Sackgasse und finden keinen Ausweg mehr und dann kommen Einflüsse von außen oder von Sternen und das wird korrigiert, dass wir zu diesem goldenen Wegen zurückfinden. Unsere inneren Stimme ist die beste Ratgeber, weil das ist die Stimme der Seele. Auch die Träume, nicht alle Träume, weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Das hat keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das bleibt in Erinnerung, das ist dann die Sprache der Seele. Natürlich ist Blumensprache, das muss auch verstehen, was das bedeutet, aber die Seele spricht zu uns und das unterstützt uns. Wenn wir nicht auf diese Stimme hören, dann kommen die Krankheiten als Signal, du bist im falschen Weg, du bist in einer Sackgasse, ändere etwas im Leben. Und das sind Signale und wir sollen auf diese Signale hören. Und ein Geburtshoroskop beschreibt exakt diesen goldenen Weg. In diesem Bild siehst du 12
Häuser, so nennt man das in Astrologie. Natürlich im Himmel gibt es Paläste, wir können als Häuser bezeichnen, aber ein Horoskop beschreibt unserem Selbst. Und ich mag diesen Begriff Häuser nicht. Für mich ist für unserem Selbst ist wie ein Haus mit verschiedenen Lebensbereichen, verschiedenen Räumlichkeiten. Und davon haben wir 12. Das erste Lebensbereich ist nichts anderes als dein Geburtsmoment. Der Moment, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast. In diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen und du bist ein Kind davon. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen, sehr gefühlsvoll, sehr mütterlich und liebevoll. Der zweite Lebensbereich hat mit Werte etwas zu tun. Da ist unserem Selbstwertgefühl, die Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, was passiert, blockiert den Geldfluss. Also wir sollen Sätze ändern und sagen, ich bin es wert, ich nehme das im Besitz. Ich habe das auch verdient, dass ein gesundes Selbstwertgefühl. Sofort verbessert sich die Finanzen. In diesem Bereich herrscht die Tierkreiszeichen Löwe. Und für dich ist das auch sehr wichtig, weil da lebst dein Selbst. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, das ist Glanz. Du liebst es auch und das darfst du erlauben. Der dritte Lebensbereich ist Medien, Nachrichten, Schulungen, Internet, Informationen, Austausch, Verbindungen zum Verwandten, zum Nachbarn, zum Bekannten, vieles entdecken in unserem vertrauten Umgebung, kleinere Reisen, kleinere Veränderungen und Schulungen. In diesem Lebensbereich befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist wunderbar, weil über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur und Merkur kennt sich da aus. Und das kannst du ganz gut ordnen. Dann sind wir bei dem tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Das ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Das zeigt unserem Ahnen, unserem Vorfahren, unseren Traditionen, unserem Herkunft und bedeutet auch unserem Zuhause. Das schützt uns auch. Und wir brauchen dieses Fundament, diese Basis, weil von hier, von diesem Wurzel aus, wächst und dehnt alles. Das gibt uns Halt, Sicherheit und Schutz in unserem Leben. In diesem Lebensbereich befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Waage. Du liebst es auch, ein schönes, gepflegtes, helle, freundliche Zuhause zu haben. Das gibt dir die Ruhe, weil das brauchst du auch, dieser Rückzug und in Ruhe liegt auch die Kraft. Der fünfte Lebensbereich ist der Bereich der Kinder. Das zeigt deine Kinder, später dein Enkelkinder, dein Kindheit, dein inneren Kind und hier liegt die schöpferische Kraft. Dein Leben spielerisch, aber schöpferisch gestalten, nicht kindisch sein und das Leben verspielen, sondern diese Lebensfreude zu haben. Und das wirkt auch auf die Partnerschaft. Hier in diesem Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Skorpion.
Natürlich ist das sehr viel Leidenschaft und Magie und Anziehungskraft, aber auch eine Wandlung, dass du zu dieser Energie dann kommst. Der nächste Lebensbereich, das ist der sechste Lebensbereich, zeigt den Alltag, die Pflichten, die Arbeit, aber auch die Gesundheit, das körperliche Fassung, das Lebenskraft. Wir brauchen das auch, all das zu bewältigen zu können. Hier befindet bei dir die Tierkreiszeichen Schütze. Viele Veränderungen beruflich, verschiedene Ziele, aber hier ist wichtig zum Lernen, konzentriert bleiben, Ziele setzen, was möchtest du beruflich erreichen und das nicht aufgeben. Das ist schon Steinbock-Energie, aber hilft die Schützen auch, weil damit können sie verbessern die berufliche Situation und das bringt auch Glück. Dann haben wir ein wichtiges Tor im Horoskop, ein geheimes Tor. Hier im ersten Lebensbereich, in indischen Astrologie nennt man das als Lagna, in westlichen Astrologie heißt das Aszendent, das ist dein Geburtsmoment. Und in dem Moment schaust in eine Richtung. Und das ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel ist hier. Das ist Deszendent, nennt man das. Du schaust in dem Moment in diesem Spiegel. Was siehst du in diesem Spiegel? Dein Seelenpartner. Ich bin überzeugt, dass bis dritter Lebensjahr ist diese Erinnerung noch da. Aber ab dann geht das alles in unserem Unbewussten. Uns ist es nicht mehr bewusst, aber unsere Seele spürt das alles. Wir alle suchen unseren Seelenpartner oder Partnerin. Das ist der Spiegel und öffnet den Tor zum Liebepartnerschaft. Hier befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Steinbock und belehrt dich, das ernst zu nehmen. Der nächste Lebensbereich, der achte Lebensbereich, ist gar nicht einfach zu beschreiben, weil es ist viele Themen, was hier zugeordnet wird. Was wichtigste ist die Transformation, das Loslassen und in inneren Kraft bleiben. Und diese inneren Kraft ist auch die Sexualenergie. Also somit ist auch mit Sexualität zugeordnet. Es liegt gegenüber von zweiten Lebensbereich, wo um Finanzen geht. Hier spiegelt auch etwas. Also es handelt sich nicht nur um die Transformation, sondern auch um Finanzen, aber anderes als hier. Hier sind die Transaktionen und die Verbindungen mit Banken, Versicherungen. Und hier ist Pluto-Energie und Pluto hat mit Tod etwas zu tun. Natürlich ist es auch symbolisch gemeint erstmal. Alles loslassen, verabschieden, was im Weg liegt, was stört. Das ist dieses Prozess, diese Transformation. Aber das ist diese Wandlung. Aber immerhin hat mit Tod, mit Todesfall auch was zu tun. Und aus diesem Grund ist auch die Erbschaften hier in diesem Bereich zum Entdecken. Hier ist bei dir die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann hilft dir bei deiner transformierenden Energie, das Loslassen-Prozess, wenn du das mit Leichtigkeit nimmst und wenn dir bewusst ist, dass du einzigartig, außergewöhnlich bist. Dann bist du in deiner inneren Kraft und wenn du einen Weitblick hast, einen Adlerblick. Der neunte Lebensbereich ist eine große Reise. Natürlich hat das mit Ausland auch etwas zu tun. Auslandreisen oder Urlaub oder Auslandskontakte, aber bedeutet auch eine große innere Reise, die Suche nach Gott. Und bedeutet auch höheren Studium und Bildung. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Fischen.
Bei den tierkreiszeichnenden Fischen handelt es sich um zwei Fische. Astronomisch heißt das südlichen und nördlichen Fisch. Es sind zwei verschiedene Richtungen. Es ist Wasserelement und das bedeutet Gefühlen. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und das macht unbeweglich, das blockiert. Die andere Richtung, was die Fischengeborenen lernen oder viele wissen das intuitiv, ist die Quelle der Reichtum. Und das ist auch die inneren Reichtum gemeint. Und das bedeutet durch die Neptun-Energie hier Visionen, Träume. Und da die Energie lenken, das Vertrauen und daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und so kommen sie zum Quelle. Und diese Quelle kann man schöpfen. Es ist auch die Intuition, Inspiration, was dazu beifügt, dass es alles verbessert sich im Leben. Und es sind fließende Energie. Es ist nicht schwierig, wenn man das vertraut. Und hier ist wichtig, das Fluss des Lebens vertrauen, an sich selbst vertrauen, an diesem Traum vertrauen, an Gott vertrauen. Passt ganz gut zu diesem Bereich. Oben in Spitze ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Und hier sind auch unsere Ziele, was wir erreichen wollen und zeigt auch unsere wahre Berufung. Hier bekommen wir Anerkennung. Hier ist die Tierkreiszeichen wieder. Dann kommt die 11. Lebensbereich, das sind unsere Hoffnungen und also auch unsere Freunde. Und wir sollen mit unseren Hoffnungen, Wünsche auch Freundschaft schließen. Und hier sind auch die sozialen Kontakte. Hier ist die Tierkreiszeichen Stier. Natürlich ist es schön, das zu vertrauen und das Leben genießen, die Zeit mit Freunden zu genießen. Die letzte Haus, oder besser gesagt Lebensbereich, hier im 12. Lebensbereich ist die Karma. Karma und die Geheimnisse des Lebens. Das zu verstehen, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Die tiefe Geheimnisse unserer Seele, das ist die Psyche. Und hier sind auch die psychische Ursache auf die körperlichen Erkrankungen. Und hier liegen die wahren Geheimnisse und auch die geheimen Feinde. Und hier in diesem Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge sagt dir hier etwas. Das sind zwei, Castor und Pollux. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau Leda und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Das Problem war aber, dass sie verheiratet war mit dem König von Sparta. Und von dem König wurde auch schwanger und gebar Leda die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war menschlich, der Sohn von König, Pollux war göttlich, der Sohn von Zeus. Natürlich, wir Menschen sind sterblich, Pollux war unsterblich, göttliche Abstammung, natürlich die Unsterblichkeit, erbte von Zeus. Und wo dann Castor sterben müsste, war Pollux traurig und ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch nicht meinen Zwillingsbruder alleine lassen. Und das berührte Zeus und hat beide Zwillinge im Himmel gesetzt. Und sie sind die Hauptsterne in Tierkreiszeichen Zwillinge und sind miteinander verbunden. Und das ist eine Botschaft und die Zwillinge zeigen dieses Wissen, vermitteln, Zwillinge vermitteln, die Zwillinge vermitteln dieses Wissen, dass wir verbunden sind mit unserem höheren Selbst und auch zum Schöpfung. Und das sind die Geheimnisse, was du hier, deine Seele, entdecken kannst.
Dein Geburtsmoment ist hier im Tierkreiszeichen Krebs. Das Leben bleibt aber nicht stehen und du machst auch Lebensschritte. Und das sind die 7-Jahren-Periode. Alle 7 Jahren wechselt sich die Boden, in welchem Boden wir uns bewegen. Das sind auch die Einflüsse von außen. Und in diesen 7 Jahren lernen wir auch einiges von den einzelnen Tierkreiszeichen. Weil wenn man überlegt, das ist eigentlich eins. Wir haben alle 12 Tierkreiszeichen in uns. Und wir lernen, selbst zu sein und die miteinander vereinbaren. Und du bist gerade in einem Übergang, mit deinen Schritten. Hier beginnt deine Lebensschritte so, gehst in deinen Leben, in deinen Schicksalsweg und hast diese 7-Jahre-Periode. Und jetzt bist du hier zwischen Fischen und Widder. Das heißt, du verlässt langsam die Tierkreiszeichen Fische und übergehst in Tierkreiszeichen Widder. Und die Widderperiode bedeutet für dich Neuanfang. Kraft zu zeigen, Mut zu zeigen, dich zu behaupten und all das starten in dein Leben, was dich begeistert. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das zeigt die tägliche Bewegung des Mondes. Das ist wie ein lunarer Kalender, ein Mondkalender. Dein Aszendent befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ashlesha. Und dieses Mondhaus wirkt auf deine Persönlichkeit und begleitet dich in deinen Lebensweg. Und das bedeutet auch eine Art Wandlung, weil hier dieser Mondhaus Ashlesha vermittelt etwas. Trennen, vereinigen. Und hier wirkt als Symbol die Schlange. Schlange ist nichts Negatives. Die Schlange zeigt diese Wandlung. Das ist die Kundalini-Energie. Und davon gibt es 2 Schlangen. Und das ist für deine Persönlichkeit sehr wichtig, dass du diese Unterscheidung Vermögen hast und unterscheiden kannst zwischen den beiden Schlangen. Und dazu erzähle ich eine Geschichte von der klassischen griechischen Mythologie. Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo und er ist der himmlische Arzt. Und es gab ein Kind, der Sohn von König, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen und Asklepios musste heilen. Asklepios begegnete sich mit 2 Schlangen. Die eine hat den Gift in sich gehabt, andere den Heilkräuter in sich gehabt. Man musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit Heilkräuter oder mit diesem Gift? Zum Glück hat Asklepios das Kind gerettet, geheilt. Und hier, diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Das Gift sagt Lügen und die Heilkräuter ist die Wahrheit. Und das ist für dich persönlich wichtig in deinem Lebensweg, da die Augen öffnen und überlegen, ist das die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Wenn wir alles glauben, was erzählt wird, dann verhalten wir genauso wie dieses Kind, fallen wir auf diesem Honigtopf. Eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Also das ist zwar die klassische griechische Erzählung, aber dieser Mondhaus in Indischen wird auch so ähnlich berichtet, dass man diese Energie achtet. Natürlich bei Schlangenenergie muss auch überlegen, was zieht nach unten. Das ist Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Das sind die Blockaden.
Und dann davon loslassen, das ist diese Trennung, was dieser Mondhaus aussagt, davon trennen. Und dann steigt die Energie nach oben, das ist Liebe, Hingabe, Begeisterung und Dankbarkeit, Lebensfreude. Steigt die Energie nach oben und das ist die Vereinigung. Dann verstehst du, was hier im Mondhaus das heißt, trennen von Angst, Zweifel, Schuldgefühl, vereinigen mit Liebe, Dankbarkeit, Hingabe. Und dann ändert sich dein Energiefeld und natürlich auch vorsichtig sein und immer die Wahrheit bleiben. Krebs wirkt natürlich hier auch auf deine Persönlichkeit. Du nimmst deine Welt mit Gefühlen wahr und du hast ein gutes Gespür, die richtigen Augenblicke, die Leben zu verspüren. Wann ist es angebracht zum Handeln, wann ist es besser zurückziehen? Also das heißt, hör auf dein gesundes Bauchgefühl und mit Krebsenergie hast du eine sehr innige Verbindung zum Mond, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Die Mondenergie unterstützt dich immer. Ich empfehle auch Halbedelstein oder ein Amulett mit Mondenergie aufladen, bei dir tragen, weil du hast einen persönlichen Bezug zum Mond. Aber das ist sehr, sehr geheimnisvoll, faszinierend und du bist so wahrgenommen im Leben. Es gibt die karmischen Knoten und davon zwei. Zwei karmischen Knoten. Der eine ist die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie nennt man das Ketu, der Drachenschwanz. Und es gibt die aufsteigende Mondknoten. Und das ist im indischen Astrologie Rahu, der Drachenkopf. Zeigt karmischen Themen. Ketu, dieser Drachenschwanz, zeigt all das, was du in früheren Leben erlebt hast, deine Lebenserfahrungen. Was natürlich im früheren Leben passiert, karmischen Lebenserfahrungen, das diese Erinnerungen, was deine Seele erinnert, was deine Seele mitgebracht hat von früheren Leben. Und diese Ketu, dieser Drachenschwanz, befindet sich genau hier, im Krebs, im ersten Lebensbereich. Erstens, dass du dein Selbst lebst und dass du lernst, in diesem Spiegel zu schauen. Und da ist dein Seelenpartner und öffnet dieses geheime Tor zum Partnerschaft. Dass du mal in diese Richtung schaust. Und genau hier, in diesem Tor, in Tierkreiszeichen Steinbock, ist Rahu, die aufsteigende Mondknoten, die Drachenkopf, das ist dein karmischen Weg. Das ist dein Schicksalsweg. Dann gehst du aber erst in diesen Schicksalsweg, wenn du in diese Richtung schaust, was das Leben dir spiegelt. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Du bist in Tierkreiszeichen Stier geboren. Und das befindet sich hier im 11. Lebensbereich. Und das gibt dir Lebenskraft, Lebensenergie, das ist was Positives. Das ist die Hoffnungen, Wünsche. Und natürlich zeigt auch, dass für dich wichtig ist, Freundschaften zu pflegen oder aufgenommen zu werden mit gleichgesinnten Menschen in einem Verein oder einer Partei oder eine Gruppe von Menschen, was dich interessiert. Stier bedeutet das Leben genießen. Und das, was wertvoll ist, im Besitz zu nehmen. Und brauchst du die Ruhe, die Gemütlichkeit, soll dich aber niemand reizen, weil dann zeigst du auch Hörner.
Für dich ist die Erde-Element sehr wichtig. Die Sicherheit, Stabilität, eine Struktur, auch die Finanzen und auch die Natur. Hier über diese Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das ist die Schönheit. Die Schönheit, die Natur zu entdecken, das Leben genießen, schön gestalten, natürlich deine Wohnung schön gestalten. Du liebst das Schöne. In diesem Mondhaus, also wo deine Sonne ist, deine Sonne befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritika. Kritika ist eine Feuergöttin. So ähnlich, aber weiblich, so wie ähnlich wie in klassischen griechischen Mythologie. Prometheus bringt die Feuer, beschenkt die Menschen mit diesem Feuer. Oder wie hier Hestia, und das bedeutet auch eine Feuergöttin, hat so Ähnlichkeit mit diesem Kritika, hier diese Feuerenergie. Das ist wie einen inneren Tempel. Unsere Seele braucht diesen inneren Tempel, weil unsere Seele braucht auch einen Raum, wo sich wohlfühlt. Und in einer meditativen Haltung sollen wir unsere Seele besuchen, unserem Inneren auch mal kümmern und das schön gestalten. Und hier, dieses Feuer gibt die Herzenswärme und Begeisterung. Dann fühlt sich die Seele wohl. Also bedeutet auch wie ein Altar, zeigt auch Spiritualität. Und diese Kritiker hier in diesem Bereich hat so Ähnlichkeit. Natürlich, das kommt von indischen Mythologie, also Göttin des Feuers. Und hier in diesem Bereich, vielleicht setze ich das so, dass man auch sieht, also diese Feuergöttin steht mit deiner Sonne in Verbindung. Und hier, wo deine Sonne befindet, wirken die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister und sie haben Tränen. Die Frage ist nun, warum weinen sie? Natürlich haben sie Grund zum Weinen, ihren Bruder ist gestorben, aber diese Tränen können auch die Lebensfreude bedeuten. Und das beschreibt Frau Holle, diese Märchen Frau Holle. Und warum gerade in diesem Bereich ist es und warum ist diese Märchen entstanden? Hier, wo dein Sonne ist, im Stier, hier befindet sich das goldene Tor der Ekliptik. Und wir gehen über diesem Tor. Und hier regnet es. Die Frage ist, was regnet sich hier? Gold oder Pech? Sind wir die Goldmarie in unserem Leben oder sind wir die Pechmarie in unserem Leben? Das liegt an unserer Einstellung. Sehen wir das Leben optimistisch oder mehr pessimistisch? Wir selbst bestimmen die Richtung und so kommt es auch. Also hier ist es wichtig, wenn du dein Selbst lebst und glücklich sein möchtest, hier mit diesem Feuer, diesem inneren Feuer, auf deine inneren Wärme achten und die Richtung bestimmen, deine Einstellung, bist du Gewinner im Leben oder Verlierer im Leben. Das kann man die Spur wechseln. Und das ist die goldene Tor, die Ekliptik hier. Deine Sonne wirkt nicht nur hier im 11. Lebensbereich, sondern auch hier im Grenzbereich, auch zu deinem Ansehen. Also ich habe hier im 11. Lebensbereich gesetzt die Sonne, weil hier ist die Tierkreiszeichen Stier, aber die Sonne ist im Grenzbereich, vielleicht ändere ich so, ist korrekt, das alles. Hier wirkt auch
auf dem 10. Lebensbereich, also bestrahlt beides, ist zwar im Stier, aber wirksam ist auch noch im 10. Lebensbereich, und das ist deine Berufung und Anerkennung und Respekt, und das ist für dich sehr, sehr wichtig. Erstens, weil der Sonne hier oben ist, im Krone des Baumes, und weil dein Löwe hier im 2. Lebensbereich liegt, du brauchst die Wertschätzung. Und hier ist natürlich wichtig, hier im Bereich, was auch zum Freundschaften, aber auch die Berufung auch wirkt, natürlich Kreativität, schöne Dinge, auch beruflich möchtest du das gestalten, wirkt auch die Widerenergie, mutig zu sein, zeigen Kraft und Mut, dich durchsetzen beruflich, und so kannst du dich behaupten. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, hier ist Mond im Tierkreiszeichen Fischen, und das zeigt, wie wichtig für dich ist die Gefühle und dass du sehr intuitiv bist und auch kreativ. Aszendent Krebs hat auch mit Mond, steht auch mit Mond in Verbindung. Mond hier im Fischen fühlt sich auch wohl, weil beide gehören zum Wasserelement. Also du bist sehr, sehr intuitiv und sehr gefühlsvoll. Und so kannst du diese große Reise machen. Dieser Mondhaus, wo dein Mond hier im Fischen befindet, heißt Revati. Und das ist das Ende des Flusses, bedeutet die Quelle. Und das ist auch die letzte Mondhaus, das ist die 27. Mondhaus und heißt Revati. Das bedeutet, etwas im Ende bringen, angekommen zu sein. Hier ist das Ende des Flusses. Welcher Fluss ist hier gemeint? Das ist Fluss Eridanus. Das befindet sich in der Nähe von Tierkreiszeichen Fischen. Und könnte man sagen, die Fisch schwimmt in diesem Fluss. Und dieser Fluss hat ein Ende. Und dieser Stern heißt Achenar. Achenar bedeutet Ende des Flusses. Und hier ist eine Brunnen. In der arabischen Astrologie wird sogar dieses Mondhaus als Brunnen genannt. Oder Eimer, wie man diese Eimer von diesem Brunnen Wasser schöpft. Und das ist die Quelle. Das ist die Quelle, die Intuition, die Inspiration. Und bei Tierkreiszeichen Fischen, diese Wand, das zum Entdecken, hier ist die Reichtum. Auch die finanzielle Reichtum, aber auch die inneren Reichtum. Und da hast du dieses Gefühl. Mit diesem Gefühl kannst die Finanzen auch im Fluss bringen oder deine Träume zu leben. Und Revati, dieser Mondhaus, heißt auch vollenden etwas. Und all das, was du vorhast, kannst du dich auch vollenden. Und hier wirkt, hier im 9. Lebensbereich, Ausland, Reisen, inneren Reisen, Erkenntnisse, aber hat einen Einfluss noch, Mond hat noch einen Einfluss auf den 8. Lebensbereich. Und das bedeutet die Transformation loslassen und auch die Finanzen, die Investitionen. Da hast du wirklich eine sehr gute Spürnase dazu, all das im Fluss zu bringen. Mars. Mars ist eine männliche Energie. Wir Frauen haben diese männliche Energie auch und wir brauchen das auch. Weil mit dieser Kraft, das ist wirklich Kraft, mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen im Leben. Hier oben, deine Berufung zum Leben mit dieser Widerenergie, brauchst auch diese Kraft. Über die Tierkreiszeichen wieder herrscht auch Mars. Also wir Frauen brauchen das auch.
Weil damit, mit dieser Kraft, können wir uns behaupten im Leben und setzen alles in Bewegung. Mars bedeutet aber der Mann. Ja, wie stellt man das so vor, dieser Mann? Bei dir befindet sich Mars in Tierkreiszeichen Steinbock. Und genau das ist dieser Spiegel. Und hier ist dein karmischer Knoten, dieser Drachenkopf, karmische, schicksalhafte Begegnung. Der Mann wartet schon auf, er ist schon da. Und Steinbock, Mars im Steinbock zeigt erstmal, wie kannst du dich behaupten im Leben. Mars fühlt sich sehr wohl im Steinbock. Dann kann sein Kraft zeigen. Bei Steinbock-Geborenen ist wichtig, Ziele zu setzen. Und Steinbock hat auch diese Geduld und Ausdauer, diese Ziele zu erreichen. Aber, und jetzt kommt die große Aber, du lernst es noch, weil das ist dein karmischer Weg, weil wir haben alle 12 Tierkreiszeichen in uns, aber es gibt eine, wo wir uns noch nicht auskennen und das fehlt noch. Und deswegen suchen wir diesen karmischen Weg aus, das zum Lernen, damit das alles so vollständig ist. Und das ist bei dir genau die Tierkreiszeichen Steinbock. Das fehlt dir. Und dein Schicksal lenkt dich, in diesem Weg zu gehen. Und alle Eigenschaften, was die Steinbock ausmacht, hilft dir, deine Seele, dein Karma zu befreien. Und ich wiederhole noch einmal. Erde-Element. Steinbock ist Erde-Element. Das bedeutet, braucht Sicherheit und Stabilität und Struktur. Die Steinbock holt die Himmel auf die Erde, ein Stück Paradies. Es ist nicht immer einfach, das zu erreichen. Das wissen die Steinbock-Geborenen. Sie bekommen nichts geschenkt im Leben. Aber wenn sie Ziele setzen und zeigen Kraft, Mut, Ausdauer und Geduld, die erreichen das auch. Innerlich wissen das alle. Die erreichen ihre Ziele und die geben nicht auf. Und das wird dir gespiegelt, weil das ist dein karmischer Weg. Und setz deine Kraft drauf dazu ein. Und dann kommst du zu deiner Berufung und bekommst Anerkennung. Weil hier wirkt auch Mars. Überwiederherrscht Mars. Genau. Und hier spiegelt dir etwas und das ist die Seelenpartnerschaft. Und das ist in dein Schicksal geschrieben. Dieser Mondhaus heißt Sravana und bedeutet zuhören. Und wem sollst du zuhören? Das ist deine innere Stimme gemeint. Die innere Stimme ist damit gemeint, da hören. Diese Sravana wird auch bezeichnet, dieser Mondhaus, wo dein Mars liegt, als Adler. Und weil bei dir hier auch um die Liebe handelt, ich erkläre oder erzähle eine schöne Liebesgeschichte dazu aus der chinesischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge und der böse Schwägerin hat ihn vertrieben und lebte mit seinen Tieren und oben im Himmel war ein Fee und immer geschaut hat und dachte, wow, das ist ein hübscher junger Mann, den möchte ich aber gerne, ich bin so verliebt. Und diese Fee kam auf die Erde und die beiden haben sich verliebt, verheiratet und diese Fee wurde Weberin. Lebten glücklich zusammen, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser, das ist die Sonne, der Himmelskaiser sagte zu seiner Frau, du, ich sehe von oben alles und ich habe gesehen, diese Fee ist unten bei den Menschen. Was machen wir jetzt? Und seine Frau, die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als der Mond, die Himmelskaiserin sagte dann, boah, da müssen wir zurückholen in den Himmel. Und so passierte das auch, sie haben die beiden getrennt. Der Hirtenjunge war auf die Erde und der Fee war im Himmel.
Und dann kam der Neb und dachte, ah, ich kann das nicht so lange zuschauen, wie die beiden so leiden. Ich muss was tun. Also ich denke, ich baue eine Brücke aus Schwanen, damit die beiden treffen können. Und auf dieser Brücke treffen die beiden Liebenden Altair, der Hirtenjunge, und Vega, die Weberin. Der Neb, der diese Brücke gebaut hat, ist der Hauptstern im Stammbild Schwan. Also deswegen war die Brücke aus Schwanen. Und die Mitte tatsächlich ist so im Himmel, die zwei Sternen, Altair und Vega, werden mit der Milchstraße getrennt und in der Mitte liegt der Sternbild Schwan mit dem Hauptstern der Neb. Aber diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Erstens, diese Trennung Erde, Himmel, das ist schon eine karmische Verbindung. Und dass jemand hilft, baut Brücke zwischen euch beide. Oder in die Liebepartnerschaft ist immer wichtig, ein Entgegenkommen, eine Brücke bauen, damit man in dieser Brücke treffen kann wieder. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, hier ganz oben in deiner Berufung, und du brauchst beruflich etwas, wo viel in Bewegung ist, oder Kommunikation, Handlungen, hast auch eine gute Spürnase zu Finanzen, könntest sehr gut Handelsgeschäfte treiben oder selbstständig machen, aber auch Medienkommunikation ist auch sehr, sehr gut. Der Mondhaus, wo Merkur befindet, heißt Ashwini und das bedeutet Heilung, verletzten Gefühlen. Oder jemand sagt dir etwas, Gespräche, Kommunikation, was dich innerlich verletzt. Bekommst nicht zu viel Anerkennung oder hast du da verletzten Gefühlen? Diesbezüglich brauchst Heilung. Das nicht zulassen, dass andere dich verletzen. Der Bereich, wo du das erlebst, das ist die Arbeit, deine berufliche Situation. Merkur wirkt nicht nur auf diesem Bereich, 10. Lebensbereich Berufung, sondern im Grenzbereich befindet, wirkt auch auf dem 9. Haus. Und das sind Handlungen im Ausland, Reisen, natürlich auch innere Reise und Seelenheilung und bedeutet auch natürlich Fremdsprache. 9. Lebensbereich, Bereich Ausland, Merkursprache, also Fremdsprachen. Jupiter. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und es ist wie eine innere Sonne. Und tatsächlich das, was uns auch zeigt, unsere inneren Sonne auch entdecken. Und das ist diese Herzenswärme, das Selbstbewusstsein, und zeigt unserem Größe. Mit diesem Größe Bewusstsein, diese Weisheit zum Haben. Und Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit. Jupiter ist bei dir rückläufig und zeigt karmische Themen. Entweder war im früheren Leben Ungerechtigkeit, was du erlebt hast, oder warst du mit deinen Größen nicht bewusst. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter bringt natürlich auch Glück, das muss ich auch dazu sagen. Jupiter ist der große Glücksplanet. Das befindet sich im Bereich Kinder. Du hast Glück mit Kindern oder hast du eine glückliche Kindheit gehabt. Aber Jupiter ist rückläufig und die alten karmischen Erinnerungen waren nicht so glücklich, weil du hast im früheren Leben da Verletzungen erlebt. Du warst klein gehalten. Nicht jetzt in diesem Leben, weil deine Kindheit verlief glücklich. Aber in früheren Leben warst du zu klein gehalten. Und da brauchst du eine Heilung. Und deine Sonne in Tierkreiszeichen Stier und Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion liegt genau gegenüber.
die spiegeln auch etwas. Und das ist für dich sehr wichtig, ein sehr, sehr wichtiges Thema in deinem Leben, mit deinen Größen bewusst zu sein, selbstbewusst sein, alten karmischen Verletzungen, all die, wo dich klein halten, loslassen, diese Kontakte beenden, Skorpion, das transformieren und deine Werte im Besitz zu nehmen, Stier, das zum Besitz zu nehmen, das im Glanz zu bringen, Löwe, im Bereich die Finanzen, aber auch in die Werte, dann hast das ausgeglichen. Und das schenkt dir die inneren Gleichgewicht. Weil wenn die beiden gegenüber liegen, das ist wie eine Apothekenschale, das muss immer im Gleichgewicht halten. Das ist dein inneren Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, wenn das umkippt und jemand dich verletzt und fühlst du dich traurig oder verletzt. Und das ist der Schlüssel dazu. In diesem Mondhaus, wo Jupiter befindet, dieses Mondhaus heißt Anuradha. Dieses Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und Akrab befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und das ist die Stirn, das Skorpion und das wird bei Inder verehrt, weil sie sehen das als dritte Auge. Und so beschreiben diese Mondhaus Anuradha, hier ist die Spiritualität, hier ist die dritte Auge, hier ist die Hellsichtigkeit und hier ist Erfolg im Leben, aber braucht man viel Lob und Anerkennung. Und weil du das brauchst, ist auch wichtig, dein inneren Kind leben und immer wieder sagen, wow, das hast du gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. In indischen Astrologen sagen, dieser Mondhaus bringt Glück und sie sagen, wer jemand in diesem Mondhaus Einfluss hat, reitet auf Elefanten. Und das ist wie jetzt, könnte man sagen, fährt mit Porsche. Und hier in diesem Bereich, diese Jupiter-Energie wirkt auf dem fünften Lebensbereich, wo die schöpferische Kraft liegt und dein inneren Kind und beeinflusst noch einen Teil von dem vierten Lebensbereich auch in deine Wohnsituation und zeigt auch diese Basis, dieses Fundament. Venus ist die weibliche Energie und du als Frau. Aber Venus bedeutet nicht nur Frau zu sein, sondern bedeutet auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, das Liebe für die Schönheit, das Leben genießen, Frieden, Harmonie. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und vereint sich mit Merkur. Die wirken gemeinsam, Merkur und Venus. Merkur symbolisiert die Jugend, hat eine jugendliche Ausstrahlung und Beweglichkeit. Du bist als Frau, siehst du jünger aus, als du bist und das bleibt bis dein Lebensende so erhalten. Da hast du Glück. Und natürlich, bei Merkur handelt es sich um Sprache, und bei Venus Einfluss, schöne Sprache, ein gutes Gefühl, ein Feingefühl für die schöne Sprache. Und das kannst hier oben, wo deine Berufung lebt, du als Berufung zum Betrachten, ein Buch zu schreiben, etwas veröffentlichen. Aber hier im Mondhaus Ashwini kommt erstmal eine gewisse Heilung, dass du diese Werte in dir auch entdeckst. Saturn. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und steht mit deiner Sonne in Verbindung. Sonne symbolisiert auch Vater. Saturn kann streng wirken. Das kann bedeuten, dass dein Vater zu streng zu dir war.
Saturn ist auch die Ernsthaftigkeit und zeigt Lernaufgabe, ein Meister zu sein im Leben. Und bei Sonne bedeutet nicht nur der Vater, sondern Sonne symbolisiert unserem Selbst. Das zu leben, dann meisterst du auch dein Leben. Sonne symbolisiert unserem Selbst und hat einen Bezug zu unserem Herz. Sonne herrscht über unserem Herz. Und das ist dieser Feuer, dieser inneren Feuer, die Begeisterung, die Herzenswärme. Aber nicht nur für andere Menschen. Mit Krebs neigst du dazu, andere damit beschenken mit deiner Liebe. Aber du brauchst auch diese Selbstliebe und diese Selbstwertschätzung. Die Mondhaus, wo Saturn befindet, ist die gleiche wie bei Sonne Kritiker. Ich könnte mit diesem Feuergöttin hier gleichsetzen. Und auch die goldenen Tor, die Ekliptik, befindet sich Saturn auch genauso wie bei deiner Sonne. Ketu, das ist die absteigende Mondknoten, die alten Karma, das habe ich erwähnt, das ist hier im Tierkreiszeichen Krebs, das ist das gleiche Mondhaus wie bei deinem Aszendent Ashlesha, diese umarmen, trennen, befestigen, trennen, und das habe ich bei Aszendent beschrieben. Hier hast du die alten karmischen Erinnerungen. Und natürlich, hier hast du noch eine Lernaufgabe, das zu verbessern, dass du loslassen kannst, trennen von allem, was im Weg liegt, was Energie raubt, Gewohnheiten, Kontakte, Gegenstände, aber auch von Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all das trennen und das befestigen, was für dich wertvoll ist. Gegenüber liegt die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf Rahu in Tierkreiszeichen Steinbock, und dieser Mondhaus heißt Tanishta und beschreibt zwei Richtungen sollst du betrachten: die Himmel auf die Erde holen. Das ist mehr Steinbock-Energie, deine Wünsche zu leben, damit du Glück hast im Leben, ein Stück Paradies gestalten. Und dann kommt eine Färbung bei diesem Mondhaus von der Energie von Wassermann, und das bedeutet, nach oben schauen und diese Ideen zu haben, diese Ideenreichtum, diese Leichtigkeit, dieser Luftelement. Aber Grunde genommen ist das dieselbe Energie, nur andere Richtung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben. Befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich setze ein bisschen so in die Mitte, weil wirkt auf die Jungfrau, aber wirkt noch auf dem zweiten Lebensbereich auch. Und das bedeutet Werte, Finanzen, aber hier kommt zum Geltung, und das ist der dritte Lebensbereich. Und das sind Medien, Kommunikation, Schulungen, Austausch, Verwandten, Bekannten. Und hier kommen in dein Leben öfters mal Umbrüche, Veränderungen. Uranus zeigt auch unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen. Uranus ist rückläufig und zeigt karmischen Themen. Die Rückläufigkeit ist karmischen Themen. Und die Mondhaus, wo Uranus sich befindet, heißt Hasta und bedeutet Handlungen, Handlungen, und wird von Windemiatrix bestrahlt. Windemiatrix ist die Weinleserin und zeigt, alles trägt Früchte. Man braucht nur Geduld haben, aber das trägt Früchte. Windemiatrix ist eine Göttin, steht mit Dionysos in Verbindung. Ich zeige Dionysos, und das ist die Lebensfreude. Musik, Tanz, vielleicht mal ein Schluck Wein, nicht viel. Und das zeigt hier
die Trauben, die Ernte, diese Lebensfreude zum Leben. Und das sollst du durch, mit diesem Uranus Energie Dionysos Windermiatrix ist in Verbindung zum Uranus rückläufig. Uranus ist rückläufig, karmischen Themen, komm mehr in diese Leichtigkeit, besonders in deiner vertrauten Umgebung. Wenn fest ist, dann kannst du auch da teilnehmen, das schenkt dir Lebensfreude. Neptun ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Skorpion. Und dieser rückläufige Neptun bedeutet auch karmischen Erinnerungen, karmischen Themen. Bei Neptun-Energie handelt es sich um die Träume, Träume, Visionen zum Leben. Gerade hier im fünften Lebensbereich, die Bereich die Kinder, diese schöpferische Kraft, ist sehr wichtig, das zu verwirklichen, das Gestalten dein Leben so nach deinem Traum. Und Neptun zeigt, mach diesen Weg, verbessere etwas, mach das besser als in früheren Leben. Weil wenn du das nicht gestaltest, dann fühlst du dich enttäuscht. Neptun hat auch einen Einfluss von Anuradha, genau wie Jupiter auch. Und das ist die dritte Auge, dieses Glück auf Elefanten reiten. Also dieses Mondhaus bringt hier auf jeden Fall Glück. Und du hast auch mit deinen Kindern dann auch Glück. Pluto ist auch rückläufig, auch karmischen Themen. Pluto ist die innere Kraft. Pluto ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, hat aber die größte Macht. Und so kann ihm Macht bleiben, wenn alles trennt, von alles verabschiedet, was Energie raubt. Das ist die konzentrierte Kraft. Und mit dieser Kraft bleibt das Leben erhalten. Das ist die Transformation. Pluto befindet sich bei dir im Jungfrau, wirkt im dritten Lebensbereich, deine vertraute Umgebung, Medien, Kommunikation, aber hat einen Einfluss auch noch für den zweiten Lebensbereich, also wirkt im Grenzbereich auf deine Finanzen. Hier ist ein Pluto-Thema und das zeigt hier Persephone. Pluto raubt Persephone. Und das vielleicht erzähle ich auch, ich setze mal, Persephone und Pluto gehören schon zusammen. Was ist diese Transformation? Pluto herrscht über das Unbewusste. Pluto herrscht um Unterwelt und raubt Persephone. Er hat sich verliebt und raubt Persephone. Persephone ist die Tochter von Mutter Erde, von Demeter. Und nimmt ihn in seine Unterwelt. Die beiden verlieben sie sich. Die beiden verlieben sie sich und sie heiraten sogar. Und Mutter Erde sucht verzweifelt seine Tochter und bei diesem lauten Verzweiflung kümmerte nicht um die Natur und die Menschen hungerten. Dann saßen die Götter zusammen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Wir müssen Persephone zurückholen und haben sie Merkur geschickt. Natürlich, er ist der Götterbote. Merkur tauchte nach unten in Unterwelt und verhandelte sich mit Pluto und haben sie eine Vereinbarung getroffen. Halbes Jahr ist Persephone bei ihrem Mann und halbes Jahr auf die Erde und kümmert um die Natur mit ihrer Mutter. Und das symbolisiert die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten im Wintermonaten, wenn die Natur ruht, ist Persephone bei Pluto. Und am Frühling kommt wieder und die Natur blüht wieder auf. Das ist der Kreislauf des Lebens. Und Pluto-Energie hält das Leben erhalten. Er herrscht über die Totenwelt und man könnte denken, dass alles, was mit Pluto zu tun hat, ist tot. Nein, sondern
zeigt uns, wie wichtig das ist, loslassen und so in Kraft zu bleiben, weil mit dieser Kraft können wir unser Leben gestalten. Und das ist die Regeneration, das ist diese Transformation, was für dich sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist hier auch die Pluto, im achten Lebensbereich treffen wir auch mit dieser Pluto-Energie und mit dieser Rückläufigkeit von Pluto. Das ist die Transformation. Und diese Jahreszeiten, was diese Geschichte mit Persephone erzählt, zeigt, das ist nichts vorbei, das ist nicht tot, sondern das ist eine Veränderung. Die Natur ändert sich und kommt etwas Neues. Das ist diese Bewegung. Welche Verbindungen hast auf dein Aszendent, wirkt die absteigende Mondknoten gegenüber die aufsteigende Mondknoten. Sonne, Jupiter stehen gegenüber, das habe ich erwähnt. Venus steht in einer sehr schönen Verbindung zu deiner Sonne. Das ist deine Lebenskraft, deine weibliche Energie. Venus steht zu Jupiter, auch eine sehr schöne Verbindung. Mit einer optimistischen Haltung kannst auch deine Weiblichkeit, deine Kreativität auch leben. Mars steht wunderschön, eine sehr harmonische Verbindung zu Uranus. Das bedeutet, eine männliche Person kennenlernst außergewöhnliche Art und Weise oder dieser Mann ist einzigartig für dich, gibt dir Rückenstärkung, gibt dir die Unterstützung. Aber Mars zeigt auch deine Kraft, dich zu behaupten im Leben, außergewöhnliche Ereignisse eignet sich oder ein außergewöhnlicher Lebensweg. Jetzt kommen die geheime Türen. Dein Aszendent, diese geheime Türen, sind die Einflüsse von Sternen. Also hier haben wir durch die Mondhäuser schon einige Einflüsse, habe ich erklärt, aber es gibt noch andere Sterne. Procyon bestrahlt dein Aszendent. Procyon ist hier himmlische Architekt, bringt alles in Form, bringt alles in Ordnung, gute Organisation und Planung. Der zweite Lebensbereich, wo das um deine Werte geht und Finanzen geht, öffnet sich ein geheimes Tor und wird von Labrum bestrahlt. Labrum ist wie ein goldener Becher und da ist Wasser drin. Das ist die Quelle, diese Intuition, Inspiration zeigt das. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und wird von Bärenhüter bestrahlt. Dieser Bärenhüter hütet den großen Bär und kleinen Bär. Also du bekommst Schutz von Verwandten oder in deinem Bekanntenkreis. Der fünfte Lebensbereich hast du Einfluss. Fünfter Lebensbereich hast du von der Galaxie, von unserer Milchstraße einen Einfluss. Und das bedeutet deine Wünsche zum Leben. Hier in diesem Lebensbereich, wo die Schütze ist und wirkt noch dein fünfter Lebensbereich, also beiden Richtungen, bei Arbeit und auch bei Kreativität, bei deiner schöpferischen Kraft, hier im Grenzbereich. Hier im Grenzbereich wirkt dann dieses Zentrum, wo die Wünsche liegen. Der siebte Lebensbereich, hier, wo deine Partnerschaft liegt, sind lauter Glückssterne. Also das sind in diesem Bereich sind ganz, ganz viele Glückssterne. Und im achten Lebensbereich, achte und neunte Lebensbereich, hier im Grenzbereich wirkt Perseus. Und Perseus ist hier im Bild. Und diese Geschichte hilft dir bei dieser Wandlung, dass dein Leben veränderst, transformierst und auch, dass du diesen inneren Reichtum entdecken kannst, hilft dir Perseus und Pegasus,
Die beiden hängen ganz eng zusammen. Ich erzähle noch zum Schluss diese Geschichte, weil das hilft dir bei dieser Wandlung. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und da wurde zornig und schickte den Walfisch in diesem Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam dann an und dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir sagt? Ich treffe eigenen Entscheidungen. Und er nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Andromeda hat so Angst gehabt, weil in die Nähe war Medusa. Hier ist Medusa. Und Medusa war die furchterregende und Andromeda hat so Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Und von diesem Mutterleib wurde Pegasus geboren. Das ist dieses weiße Pferd mit Flügel. Und das bedeutet die Befreiung von Angst. Das ist, diese Geschichte erzählt nichts anderes, angstfrei. Und genau das ist die Transformation bei dir, angstfrei leben. Und dann entdeckst du die Quelle deiner Seele, dieser inneren Quelle. Und da liegt dein Reichtum, was auch dein Gefühl sagt, Mond in Fischen. Liebe Diasilia, das war diese Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.